Hallo und willkommen zu WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es nicht um Uhren, heute geht es um die Auflösung meines Gewinnspiels und um einen glücklichen Gewinner, den ich in diesem Video bekannt geben werde. Vor einigen Wochen habe ich eine Uhr vorgestellt und zwar war das die Magneto, eine Uhr, die nicht mit Zeigern, sondern mit magnetischen Kugeln die Zeit anzeigt, ohne dass dabei ein Deckglas auf der Uhr ist. Das heißt, das Ziffernblatt, die Kugelbahnen sind quasi von keinem Glas geschützt, liegen offen und die Kugeln lassen sich frei bewegen. Die Zeit lässt sich auch ertasten. Ihr erinnert euch vielleicht daran und diese Uhr habe ich auf meinem Kanal verlost. Ich habe gesagt, entweder wenn ich 3200 Abos habe oder aber wenn mein Kanal 3 Jahre besteht. Das Ziel von 3200 Abonnenten habe ich nicht geschafft, aber mein Kanal besteht heute auf den Tag genau 3 Jahre. Das heißt, das Gewinnspiel ist gestern Nacht abgelaufen und ich habe heute den Gewinner gezogen. Ich habe das folgendermaßen gemacht. Ich habe alle, die einen Kommentar geschrieben haben und die Uhr gewinnen wollten, beziehungsweise nicht explizit ausgeschlossen haben, dass sie die Uhr haben möchten, auf eine Liste gepackt, habe die Liste durchnummeriert. Ich zeige euch das mal. Vorher erkläre ich euch das, weil das in Echtzeit abläuft. Und habe dann eine Formel auf meinem iPad geschrieben, mit der ich eine Zufallszahl berechnen kann. Und diese Zufallszahl ist dann die Zahl neben dem Namen des Gewinners auf der Namensliste. Eigentlich ganz simpel. Ich hatte nur keine Lust, 76 Lose zu schreiben, denn 76 Leute sind in der Verlosung drin. Deshalb habe ich das Ganze etwas unterstützt von einem Tool gemacht, damit ihr sehen könnt, dass da keine Trickserei ist. Läuft links im Bild ein Browserfenster mit einer Uhr, die ohne Unterbrechung durchläuft. Ihr könnt also sehen, dass auch meine Tippfehler, meine Vor- und Rücksprünge, alles in Echtzeit abläuft und die Zahl, die dann am Ende rauskommt, weist den Gewinner aus. Und jetzt gehen wir doch direkt in die total unprätentiöse und schnelle Verlosung über. Ich zeige euch jetzt das Video. So, ihr seht also im linken Browserfenster die Uhr, die dauerhaft durchläuft. Im rechten ist meine Namensliste, beginnend mit der Zeile 1 bis zur Zeile 76. Das heißt, 76 Leute haben teilgenommen. Hinter diesem Feld, wo jetzt die 52 steht, liegt eine Formel. Und zwar weist die Formel einen Zufallsbereich aus. So heißt das bei iOS. Es ist also eine Zufallszahl, die zwischen 1 und 76 liegt. Die 1 dahinter ist nur der Rundungsindikator, insofern nicht verwirren lassen. Wie gesagt, die Formel ging von 1 bis 76. Letzter Eintrag ist die 76, erster Eintrag ist die 1. Das heißt, es werden alle erfasst. Jetzt muss ich diese Formel einmal refreshen. Das geht bei iOS so, dass ich in einem Feld eine Leertaste eingebe, Enter drücke und damit hat sich die Zahl erneuert. Und es ist die Zahl 14. Ihr könnt sehen, die Formel ist immer noch unverändert gewesen. Jetzt schauen wir auf die Zeile 14 und der Gewinner der Uhr ist Gerrit Hendricks. Ja, so einfach war das. Und jetzt bitte ich Gerrit Hendricks, sich bei mir zu melden. Ich blende die E-Mail-Adresse jetzt ein und bitte schreib mich an, wenn du das siehst, hörst und die Uhr haben möchtest, schreib mir eine E-Mail und dann treten wir in Kontakt. Ich werde jetzt noch 2 weitere Namen ziehen, die aber nicht öffentlich machen, denn wenn Gerrit Hendricks sich innerhalb von 2 Wochen nicht meldet, werde ich die Uhr dem 2. und dann nach weiteren 2 Wochen dem 3. anbieten und jeweils ein kleines Video machen mit der Bitte, sich zu melden. Ich hoffe aber sehr, dass Gerrit sich meldet und ich ihm die Uhr zustellen kann. Das war's für heute. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Euer Axel.